Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Wir müssen in die Bambusstraße zu Jessica und ihr mal ein bisschen so ein paar Fragen stellen, was sie denn zu dieser ganzen Unitas-Sache weiß oder zu den Menschen auf den Fotos, Entschuldigung. So, aber erstmal gucken wir mal in die Zeitung heute. Aha, das ist die Morgenzeitung. Ich werde kurz reinsehen. Selbst die kürzesten Artikel können manchmal wertvolle Informationen liefern. Wow, okay. Direktor des Pokémon-Schutzamts wegen Amtsmissbrauchs seiner Position enthoben. Mhm. Das ist ein Bericht über Direktor Butler. Du meinst wohl Ex-Direktor Butler. Er hat unschuldige Pokémon verhaften lassen und sie dann regelrecht verkauft. Nach dieser Tat wird er seinen Titel wohl kaum noch behalten können. Aber wie es aussieht, konnten alle Pokémon, die auf der Polizeiwache festgehalten wurden, wieder nach Hause zurückkehren. Und die Polizei ist bereits auf der Suche nach den Pokémon, die an Unitas weitergegeben wurden. Brads Team hat die Sache in die Hand genommen. Das ist das Mindeste, was sie tun können, nachdem sie uns unschuldige Pokémon einfach so verhaftet haben. Cortini Chor sorgt für volles Haus. Hier ist ein Artikel über das Chorkonzert der Cortini. Das ist der Chor, den du vor der Auflösung gerettet hast, richtig? Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich hätte nicht erwartet, einen Artikel über sie in der Zeitung zu lesen. Sie sind wohl bekannter, als ich dachte. Hier steht, dass das Konzert sehr schnell ausverkauft war. Dann ist es gut, dass wir sie alle gefunden haben. Yep, und wie es aussieht, sind sie ohne Probleme am nächsten Ort ihrer Tournee angekommen. Wenn sie das nächste Mal in Rhyme City sind, besuchen wir ihr Konzert. Klingt nach einer sehr guten Idee. Wir sollten mal nachsehen, wann sie wieder hier sind. Renommierter Koch serviert Zuschauern heiße Kochtipps. Das ist ein Interview mit einem der besten Köche in Rhyme City. Oh hey, seine Kochsendung sehe ich mir immer im Fernsehen an. Ich glaube, er sagt immer sowas wie, beim Kochen ist die Hitze entscheidend. Er scheint auch im Interview geradezu für die Hitze beim Kochen zu brennen. Er meint, die ideale Hitze beim Kochen stammt von einer Flamme, die lodernd, entschlossen und scharf ist, wie die eines Verkokel. Oh, das überrascht mich, dass ein Verkokel hier der Maßstab ist. Es müsste doch viele andere Pokémon geben, die eine viel stärkere Flamme erzeugen können als ein Verkokel. Aber vielleicht verbrennt die das Essen, wenn die Flamme zu heftig ist. Verstehe, man muss beim Kochen mehr beachten, als ich dachte. Das Rätsel um Visenius Schweif. Forscher sind sich noch immer uneins. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die solchen Dingen auf den Grund gehen. Wo hört der Körper von Visenior auf und wo beginnt sein Schweif? Wie es aussieht, konnten die Forscher, die an dieser Diskussion beteiligt waren, nur zu keinem Ergebnis kommen. Über das Thema haben wir schon öfter etwas gehört, meine ich. Aber bisher hat das noch niemand klären können. Siehste, wenn man sich ansieht, hat man solche Probleme nicht. Wenn man mich ansieht, hat man solche Probleme nicht. Hier ist mein Körper und mein Schweif ist da hinten. Fertig. Visenior dagegen, das ist eine ganz andere Sache. Nicht mal ein Meisterdetektiv wie ich könnte dieses Rätsel lösen. Das Zugverhalten von Schwalbini. Wie es wohl dem Schwalbini ergangen ist? Du meinst das Schwalbini, das du getroffen hast, als ich in Haft war? Wenn es am Ende in die Nähe des Fountain Plaza gezogen ist, wird es mit Sicherheit kein Heimweh mehr haben. Dort geht es immer mehr sehr lebhaft zu. Stimmt's, Tim? Oh ja, dort sind immer viele Menschen und Pokémon. In den kalten Monaten leben Schwalbini im Süden, wo es wärmer ist als hier. Auch dieses Schwalbini wird irgendwann gen Süden fliegen. Nun, ich hoffe, es wird bis dahin die Zeit hier genießen. Das können wir aber schnell überspringen, oder? Komm, das sind ja nur die Sachen, die wir schon gemacht haben. Das ist lahm. Okay, gut, haben wir das. Right. Was war das für ein Schreck, als Pikachu letzten Abend auf einmal ohnmächtig wurde? Irgendwie ist das ja auch nachvollziehbar, nachdem er bei der Polizei festgehalten wurde. Aber es ist davor ja beim Abendessen auch schon mal passiert. Ich glaube, ihr beide mutet euch ein wenig zu viel zu. Warum ruht ihr euch nicht heute einfach mal ein bisschen aus? Ich wünschte, das könnten wir, aber es gibt noch so viel zu untersuchen. Pikachu kann es auch kaum erwarten, loszulegen. Ach, aber warum wartet ihr dann nicht wenigstens bis nach dem Mittagessen? Danke, aber wir sind schon spät dran. Wir müssen nun wirklich los. Natürlich. Tut mir leid, wir sehen uns dann später. Eieiei. Sehen wir uns doch erst noch die Nachrichten an, bevor wir aufbrechen. Sie berichten gerade über den Fall, in dem Butler involviert ist. This is GNN News. Yesterday, Will Butler, chief of the Pokemon Protection Bureau, was arrested for kidnapping Pokemon. While Mr. Butler has largely admitted to the charges, he has also suggested that he had an accomplice. The Rhyme City Police are now searching for any Pokemon that are still missing. In a statement, Mayor Myers said he is taking this incident very seriously and that the organization will undergo a complete reform. Mayor's got his work cut out for him. Cleaning up after that piece of work.
Well, he did create the PPB. Hoffentlich bedeutet das, dass das Pokémon-Schutzamt nun keine unschuldigen Pokémon mehr verhaftet. Wahrscheinlich ja. Aber da ist noch Unitas, die Organisation, mit der Butler zusammengearbeitet hat. Von den würfelförmigen Geräten mal ganz zu schweigen. Ich glaube, wir werden noch eine Weile zu tun haben, bis wir alle Geheimnisse aufgedeckt haben. Bis dahin müssen wir alles daran setzen, damit Unitas niemandem mehr schaden kann. Genau das dachte ich auch. Hi, Sophia. Ja? How did you like the coffee I made? Well, let me see here. Oh, you made that coffee? Thanks, Sophia. She had her heart set on making coffee for Pikachu and was practicing it all day. Aww. You were pretty worried about him, huh? Aw, süß. Well, of course I was worried. Pikachu is family. Thanks, Sophia. That was the best coffee I've ever had. Sehr süß. Okay, haben wir das erledigt? Da kommen wir nicht lang. Wir gehen raus. Es geht los. Ab in die Bambusstraße. Gehen wir, Pikachu. Ich komme. Erinnerungen an den Bambuswald. Oh, neuer... Oh! Ach, guck mal, das erinnert schon ein bisschen an Legenden Arceus, ne? So ein bisschen? Bisschen. Schon ein bisschen. Okay, Tim, lass uns Jessica finden. Ja, wir müssen sicher gehen, dass diese Unitas-Organisation nicht hinter ihr her ist. Ich nehme an, für die Sehenswürdigkeiten hier bleibt uns wohl keine Zeit. Jessica müsste jetzt in der Pizzeria arbeiten. Lass uns hingehen und nachsehen, ob sie dort ist. Machen wir. Ich will mich aber umsehen. Ach, guck doch mal. Ein Bluebella blüht beim Tanzen buchstäblich auf. Bella! Du hast mit dem alten Mann ein Spiel gespielt? Das klingt nach einer Menge Spaß. Na, oh, schön. Oh mein Gott! Oh, 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 oh. Hi! Mauzigala, vorm kriegerischer Vagabund. Das ist so super. Mauzi! Das ist ein Mauzi, oder? Yep, das ist ein Mauzi vom Typ Stahl. Ich nehme an, du kommst nicht von hier, Mauzi. Von wo genau bist du denn angereist? Mauz. Wirklich? Du bist mit Flampivian und Kubin befreundet? Kubuin? Du meinst das Flampivian und das Kubuin aus den Ruinen? Was machst du denn hier ganz allein? Mauzi! Deine Freunde wurden gefangen genommen und du bist ihnen gefolgt, hast dann aber ihre Spur verloren? Mauz! Mauz, Mauz, Mauz! Dir gefällt es hier, weil Jessica dir Essen schenkt? Und weil hier andere Pokémon sind, mit denen du deine Kräfte messen kannst? Deine Hobbys sind also Essen und Kämpfen, hä? Ich hoffe, wir können diesem Mauzi helfen, Flampivian und all seine anderen Freunde wiederzusehen. Sie sollten eigentlich immer noch mit Gordon bei den südlichen Ruinen sein. Dir fehlen Flampivian und der Rest der Truppe, was, Mauzi? Mauzi! Ja, das glaube ich dir. Ich erkläre dir, wie du zu den südlichen Ruinen kommst. Miau, miau! Wie? Du wirst erst dann gehen, wenn du das stärkste Pokémon im Bambuswald im Kampf besiegt hast? Mauzi! Mauz, Mauz! Mauzi! Du hast es bisher noch nie besiegen können, doch du gehst erst, wenn du das geschafft hast. Wir sollten auf der Hut sein, Pikachu. Das klingt, als gäbe es da draußen ein echt starkes Pokémon. Oh, da oben, Taubsi. Das sind Taubsis, ne? So hießen die. Ich bin voll verwirrt. Es gibt so viele Vogel-Pokémon. Skaraborn nimmt Gegner mit seinem Horn aufs Korn. Skaraborn. Es sieht richtig bedrohlich aus. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Aha, oh wow. Was bist denn du? Donarion greift Gegner mit seinen massiven Mandibeln. Uff. Dona, Dona! Das sieht wirklich sehr wütend aus. Hi, Oma, kann ich dir helfen? Ach, was soll ich nur tun? Es hört einfach nicht auf mich. Irgendetwas ist da im Busch. Ist alles in Ordnung? Sieh nur, wenn sie so weitermachen, wird mein Donarion gleich mit Skaraborn kämpfen. Dona, Dona! Skara! Sie haben recht, die beiden stehen kurz vor einem Kampf. Ich habe gehört, dass diese Pokémon schon seit langer Zeit Rivalen sind. Ich bin mit Donarion spazieren gegangen und dann sind wir auf Skaraborn gestoßen. Und dann wurde Donarion wütend. Ich frage mich gerade, ob wir sie irgendwie von einem Kampf abhalten können. Es sind starke Pokémon, daher kann man sie nicht einfach mit roher Gewalt aufhalten. Wir sollten ein Pokémon finden, das sie beruhigen kann. Okay. Machen wir. Machen wir.
Oh, guck mal, Klimbim. Hießen sie so? Ich glaube, sie hießen so. Hallo, hallo. Seht ihr euch die Gegend an? Dann habe ich das perfekte Souvenir für euch. Für unsere Bambuskohle wird nur der feinste Bambus verwendet, den es gibt. Vertraut mir, unsere Kohle ist von erstklassiger Qualität. Erstklassig, das ist aber eine kühne Behauptung. Wir würden gerne mehr über diese Viertel hören und über ihre Bambuskohle, falls es ihnen nichts ausmacht. Oh, das macht mir gar nichts aus. Über das Viertel hier kann ich zwar nicht viel erzählen, aber über Bambuskohle kann ich euch ein Ohr abkauen. Ich vermute, wir müssen so oder so mit ihm reden, dann eben auch über Bambuskohle. Wie du sicher weißt, ist die Bambusstraße berühmt für ihren Bambus. Dieses nachwachsende natürliche Material wird auch für Bambuskohle verwendet. Unsere Bambuskohle wird von einem Meister seines Fachs mit über 60 Jahren Berufserfahrung gefertigt. Er stellt jedes Stück Kohle mit Liebe und Hingabe her. Junge, Junge, 60 Jahre! Nicht wahr? Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Seine Arbeit bedeutet ihm alles. So blickt er auch schon auf 80 Jahre Erfahrung zurück. Yep, 80 Jahre ist auch eine lange Zeit. Moment mal, hat er nicht gerade von 60 Jahren gesprochen? Unsere Bambuskohle ist ein tolles Souvenir. Ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Ist Ihnen in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Excuse me. Die Frage ist seltsam, Fremder. Nein, da fällt mir nichts ein. Verstehe, nun trotzdem danke. Vermutlich ist ja also alles in Ordnung. Okay, wer bist du? Oh, hallo. Möchtet ihr Kräutermedizin kaufen? Greift zu, wir haben mehr als genug davon. Excuse me. Interessant, was für Medizin verkaufen Sie denn genau? Oh, wir haben alle möglichen Arten. Danke, das ist sehr hilfreich. Ich passe nur auf den Laden auf, wenn der Apotheker nicht da ist. Ich habe keine Ahnung, was ich Ihnen sagen soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt so lustig ist. Der Apotheker ist ganz begeistert von der Welt der Kräutermedizin. Ständig verschwindet er, um nach Zutaten zu suchen. Dann taucht er urplötzlich mit Bergen von Wurzeln und leeren Insektenpanzern wieder auf. Als er vor ein paar Jahren nicht in den Bambuswald gehen konnte, hat er sich umgesehen und noch einen guten Platz entdeckt, wo er Zutaten sammeln kann. Und wie sich herausstellte, findet man dort ganz andere Zutaten als im Bambuswald. Seitdem geht er auch dort immer wieder hin. Ich dachte zuerst, der Apotheker wäre ein wenig gleichgültig, was seinen Job angeht. Aber jetzt sehe ich, dass er genau weiß, was er macht. Ohne den Fleiß des Apothekers wären wir längst pleite. Daher halte ich hier nur allzu gern die Stellung. Die beiden passen gut zusammen, würde ich sagen. Ist Ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen in letzter Zeit? Excuse me. Etwas Ungewöhnliches? Unser Vorrat an Kräutermedizin geht langsam zur Neige. Daher frage ich mich, ob wir noch damit auskommen, bis der Apotheker wieder hier ist. Ah, so ist das. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Ja, ich auch. Es wäre doch eine Schande, wenn er zurückkommt und es seinen Laden nicht mehr gibt. Wie kann sie dabei so vergnügt sein? Tja, das frage ich mich auch. So, hallo. Er hat Hüte. Willkommen. Wie wäre es mit einem Souvenir, das euch an euren Aufenthalt hier erinnert? Oh, ich liebe Souvenirs. Komm, das müssen wir uns ansehen, Tim. Und man weiß ja nie. Vielleicht erfahren wir dabei ja sogar noch was Nützliches. Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast du das gehört, Tim? Hier kennen uns die Leute auch. Ah, jetzt weiß ich's. Ihr beiden seid Detektive, stimmt's oder habe ich recht? Fast. Ich bin nicht nur ein Detektiv, ich bin ein Meisterdetektiv. Ich habe genau das Richtige für ein paar Schnüffler wie euch. Ich würde mir das sehr gerne ansehen. Aber würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihnen außerdem ein paar Fragen stelle? Hey, diese Mütze. Die sieht genau aus wie meine. Eine ausgezeichnete Wahl. Diese Detektivmütze ist bei Kindern äußerst beliebt. Warum bringst du Sophia nicht eine als Andenken mit? Ich glaube, die wäre ihr wohl etwas zu klein. Du hast vermutlich recht. Sehr schade. Excuse me. Ist Ihnen in diesem Viertel in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nun, ich habe vor kurzem einige neue Gesichter hier gesehen. Interessant. Was waren das denn für Leute? Junge, hippe Leute wie du natürlich. Ich wette, sie haben von all den seltenen Souvenirs bei uns gehört. In der Stadt findet man solche Schätze nicht. Er ist der geborene Verkäufer. Aber echt, zumindest scheinen hier keine verdächtigen Gestalten aufgetaucht zu sein. Oh gut, ihr seid alle nicht so hilfreich, Leute. Ein Enton! Verwirrter Blick, aber unglaubliche Kräfte. Enton! Hey Enton, was machst du hier? Enton! Was sagt das Pikachu? Entons Partnerin ist hier in der Gegend und befragt die Leute. Sie arbeitet wohl an einem Bericht über die örtlichen Restaurants. Nun ist sie hier auf der Bambusstraße auf der Suche nach dem besten Essen. Er fragt, ob wir wissen, wo es das beste Essen gibt. Wir sind ja gerade erst hier angekommen, daher kann ich das gar nicht sagen.
Also ich würde als erstes die Pizzeria dort empfehlen. Ihre ofenfrische Pizza mit Bambuskohlenkruste ist absolut himmlisch. Und das Curryhaus dort drüben ist auch spitze. Sie bereiten ihr Curry mit Tamobeeren zu, daher ist es sehr scharf. Aber mit einer Tasse Kaffee dazu ist es super lecker. Du klingst, als hättest du in all den Restaurants schon mal gegessen. Hä? Ja, du hast recht. Ich frage mich, wieso. Wie dem auch sei, du und deine Partnerin seid also hier, um für einen Bericht zu recherchieren. Ist deine Partnerin Reporterin? Anton! Ach so, deine Partnerin ist Reporterin bei GNN. Anton! Also dann, Anton, grüß deine Partnerin von uns. Anton! 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 Okay. Warum? Okay, egal. Da ist noch ein Mauzi! Oh, da gibt's bestimmt was von der Quiz-Professorin für uns hier später. Warte! Bella! Das ist ein Bluebella. Es wird ein wenig nervös, findest du nicht? Bella, Bella! Die bereitet etwas Sorgen? Was ist denn los? Anscheinend gehört es zu einer Gruppe Bluebella, die hier kleinere Tanzdarbietungen aufführt. Und nun ist es Zeit für ihre Vorstellung, doch die anderen beiden Bluebella sind noch nicht aufgetaucht. Tja, dann wollen wir sie suchen? Auf jeden Fall, Tim. Ich wusste, du würdest mich das fragen. Also dann, Bluebella, wir werden dir helfen. Bella, Bella! Eins haben wir ja schon gesehen. Was ist denn, Pikachu? Great Detective Coffee Note Number 4. Filtered coffee grounds can actually neutralize odors. Das stimmt. Try putting some in your shoe cabinet. Sehr toll. Danke, Pikachu. War's das? Mehr wollte er mir nicht sagen gerade. Okay. So, dann gehen wir einmal hier vorne nochmal hin. Da! Bella? Oh, Bluebella, da bist du ja. Du wirst erwartet, dort, wo ihr alle euch immer trefft. Bella? Es hat komplett die Zeit vergessen, als es mit dem alten Mann gespielt hat. Man wartet schon auf dich. Beeil dich besser. Bella, Bella! Sehr gut. Haben wir das erledigt? Schon mal, wenigstens. Lauf zum nächsten Mauzi! Du! Die Alola-Form schnurrender Schatzsucher. Mauzi? Ist das ein Mauzi? Es sieht ein wenig anders aus. Das ist ein Mauzi aus der Alola-Region. Die sieht man hier nicht sehr oft. Sie sollen hochmütig und listig sein. Mauz, Mauz, Mauzi! Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Mauz. Was meinst du? Du benötigst unsere Hilfe? Mauz, Mauz, Mauz! Es sagt, es habe seine Brosche verloren, als es im Bambuswald gespielt hat. Und nun verlangt es von uns, dass wir sie suchen. Hey, dafür haben wir echt keine Zeit. Such sie doch selbst. Mauz, Mauzi! Es sagt, der Bambuswald würde sich heute seltsam anfühlen, also will es dort nicht hingehen. Das ist dein Problem, nicht unseres. Hey, nun mal langsam. Wir können doch versuchen, ihm zu helfen. Wie wäre es, wenn wir einfach nebenher die Augen nach der Brosche offen halten? Ach, na meinetwegen. Mauz! Die Brosche soll sehr glänzen. Wenn wir also etwas entdecken, das glänzt, dann sehen wir uns das besser genauer an. Okay. Ja, ja. Kein Problem. So, wir gucken weiter. Da haben wir noch ein... Das ist das Pizza-Restaurant. Da gehen wir noch nicht hin. Oh, guck mal. Ein Capuno beißt zur Begrüßung. Sympathisch. Capuno! Dieses Pokémon hält sich wohl gerne in der Nähe von Restaurants auf. So, wen haben wir hier? Das ist... Oh, was haben wir hier für ein Restaurant? Ist das eine Frucht? Gemüse? Irgendwas mit Dips, ne? Ein Raffel, der Schrecken jedes All-You-Can-Eat-Restaurants. Ruff! Das ist ein Raffel. Was ist denn los? Fell! Wie? Du willst nicht jeden Tag Curry essen? Seine Partnerin ist wohl die Inhaberin des Curryhauses. Ruff! Es meint, es mag das superscharfe Curry mit den Tamotbeeren, aber... Raffel! Es sagt, es möchte etwas Süßes. Gib mir etwas Süßes! Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Vielleicht gibt es hier in der Nähe ja ein paar süße Beeren. Gute Idee. Wenn wir eine finden, bringen wir sie ihm. Raff! Aber hier gibt es weit und breit nur Bambus. Mach dir also keine allzu großen Hoffnungen. Okay. Eine süße Beere für Raffel. Willkommen im angesagtesten Curryhaus der Bambusstraße. Okay, danke. Da können wir nicht rein. Oh mein Gott, ja. Oh, hi. Mangus Pector liegt den lieben langen Tag auf der Lauer. Mango. Hey, das ist Mangus Pector, das Beschattungs-Pokémon.
Es starrt wie gebannt auf das Curryhaus, ob dort alles in Ordnung ist. Fragen wir es einfach. Hey, was Mungu! Ah, ich wollte mich nur ein wenig unterhalten. Du musst nicht gleich so Mungu! Du führst gerade eine Beschattung durch und kannst jetzt nicht reden. Ach so, vielleicht ist dort etwas vorgefallen. Mungu! Die Leute, die dort aus dem Restaurant kommen, sehen immer aus, als hätten sie Schmerzen. Dort muss etwas Übles vor sich gehen, denkt es jedenfalls. Sie sehen vermutlich nur so aus, weil sie etwas Scharfes gegessen haben. Das ergibt Sinn. Immerhin wird in dem Restaurant Curry verkauft. Mungu! Nee, darin geht nichts Übles vor. Sie haben einfach nur etwas Scharfes gegessen. Mungu? Du siehst aus, als ob du mir nicht glaubst. Na gut, dann sorge ich dafür, dass du das Curry mal probieren kannst. Komm, Tim. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit einverstanden bin. Okay, wir haben so viele Aufgaben diesmal für Pokémon. Oh, hallo, ihr möchtet bestimmt Curry kaufen. Leider sind wir im Moment ausverkauft. Tut mir leid. Wie bitte? Heute hatte ich Glück, es sind viele Kunden gekommen. Daher wollte ich gerade das Curry für heute Abend vorbereiten. Das wird wohl so schnell nicht fertig sein. Aber wie soll ich denn dann Mangus Pector Curry probieren lassen? Es tut mir leid, das ist eine herbe Enttäuschung, aber da können wohl wir nichts machen. Lass mich mal überlegen. Gerade eben war jemand so nett und hat eine unglaubliche Menge Curryklößchen gekauft. Ich hatte allerdings das Gefühl, da waren die Augen größer als der Magen. Oh, vielleicht gibt der Nimmersatt uns ja welche ab. Wie sah die Person denn aus? Ich glaube, mich an einen grünen Kapuzenpulli zu erinnern. Ein grüner Kapuzenpulli, verstanden. Danke. Die Person könnte noch ganz in der Nähe sein. Komm, suchen wir sie. Haben wir schon einen gesehen? Grüner Kapuzenpulli. Ich gehe jetzt nochmal gucken. Nee, da kam jetzt nur noch der Opa. Nee, okay. Kein grüner Kapuzenpulli. Da haben wir noch eine Oma. Oh, ich biete allerlei Keramiken aus der ganzen Welt an. Bitte seht euch in Ruhe um. Dankeschön, Omi. So, die haben uns nichts zu erzählen. Oh Mann, das ist voll süß. Oh, was ist das? Ach so, Schuhe. Da liegen bloß Schuhe. Okay. Die haben wir sonst auch nichts. Ach, guck mal. Mhm. Hey, Pikachu, was ist das? Das ist Bambuskohle. Sie wird von den hiesigen Köhlern hergestellt, indem sie Bambus verbrennen. Junge, du weißt aber ganz schön viel darüber. Ja, irgendwie schon. Ich frage mich ja, ob sich die Köhlerei hinter dem Laden befindet. Gut möglich, ich höre ein paar Geräusche. Wollen wir nachsehen? Nee, wir sollten den Köhler nicht bei seiner Arbeit stören. Außerdem würden wir Jessicas Stimme bestimmt hören, wenn sie hinter dem Laden wäre. Ja, da hast du auch wieder recht. Aha, grüner Kapuzenpulli und ein Bluebella. Hallo, oh. Ist etwas? Wir sind uns vorher noch nie begegnet, oder? Ich glaube nicht. Wieso fragst du? Du erinnerst mich an jemanden, den ich vor einiger Zeit getroffen habe. Er hat einem verletzten Pokémon geholfen. Ah, dann sehen wir uns vermutlich ähnlich. Vielleicht hast du ja einen unbekannten Zwilling, Tim. Dürfte ich dir wohl ein paar Fragen stellen? Die Luft hier fühlt sich wirklich klar und frisch an, nicht wahr? Woran liegt das wohl? Was meinst du? Ich weiß es nicht. Woran denn? Der Bambus hat Eigenschaften, die die Luft auf natürliche Weise sauber halten. Wenn du Bambuskohle in dein Zimmer legst, bleibt es darin frisch. Dann wird Bambuskohle also nicht nur zum Heizen verwendet. Vielleicht können wir einige Stücke mitnehmen und verschenken. Die Idee gefällt mir. Wir sollten für Pablo und Holiday welche mitnehmen. Mhm. Ist dir hier in diesem Viertel in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches passiert? Nö, alles ist, wie es immer ist. Zum Beispiel Miss Jay. Sie ist beschäftigt wie sonst auch. Wer ist denn Miss Jay? Na, Miss Jessica. Sie weiß voll viel über Pokémon. Jessica, weißt du denn, wo sie gerade ist? Ich habe vorhin gesehen, wie sie aus der Pizzeria gekommen ist. Danke, dann sehen wir uns hier mal weiter um. Oh, warte, dann ist sie da gar nicht. Oh, dann ist sie da gar nicht. Yes. Hallo, schön, dich zu sehen. Es ist mir ein absolutes Vergnügen, dich hier in der berühmten Pizzeria Bamboo begrüßen zu dürfen. Excuse me. Ja, danke. Unsere Pizza wird mit Bambuskohle gebacken. Das macht ihr Aroma und ihren Geschmack unvergleichlich gut. Diese Pizza hat wahrlich Geschmackes. Was für eine Energie. Gute Pizza fängt mit positiver Energie an. Das ist mein Motto. Komm, wir stellen ihm ein paar Fragen. Die Pizzeria. Ich bin gerade dabei, eine neue Art von Pizza zu erschaffen. Es handelt sich um eine Pilzpizza mit Tochukazu. Das wird auch bestimmt ein Hit, was meinst du? Tochukazu? Ist das eine Art Kräutermedizin? Ganz genau. Gut erraten. Die Idee kam mir, als ich ein Paras sah. Ich bin mir sicher, die Leute werden eine gesunde Pizza lieben. Echt? Echt? Ich weiß ja nicht. Wir suchen die Frau auf diesem Foto. Sie soll hier arbeiten.
Ja, das stimmt, das ist Jessica. Sie arbeitet hier schon etwa seit 2 Jahren und ihr seid auf der Suche nach ihr. Warum? Sie ist eine Freundin von uns. Ah, verstehe. Na, sie wird sich bestimmt freuen, wenn sie hört, dass ihr hier gewesen seid. Sie ist im Moment leider nicht da, wisst ihr? Ich glaube, sie holt Bambuskohle und weitere Zutaten für unsere Pizzen. Wenn man in einem Restaurant arbeitet, ist das eine sehr wichtige Aufgabe. Vielen Dank, das hilft uns schon weiter. Gleich dort drüben findet ihr den Bambuskohleladen. Warum seht ihr nicht mal dort vorbei? Da waren wir ja schon. Da haben wir sie nicht gefunden. Aber den Bub mit dem grünen Hoodie. Entschuldigung, ich brauche Trinkwasser. Stimmt was nicht? Dieser Geruch. Dieses Curryklößchen. Es ist sowas von scharf. Hey, du warst das. Du hast alle Curryklößchen gekauft. Das sind viele. Oh, ich habe gehört, dass sie sehr gut schmecken sollen. Also habe ich ganz viele gekauft. Aber dass sie so scharf sind, hätte ich nicht gedacht. Nehmt euch welche, wenn ihr mögt. Bist du sicher? Ich schaffe diese Menge auf keinen Fall. Ist das nicht klasse, Tim? Dann nehmen wir uns welche. Vielen Dank. Komm, wir bringen sie zum Mangospektor. Da. Sure. Mango. Hey, ich habe dir Curry mitgebracht. Curryklößchen, um genau zu sein. Mango. Und falls dich der Geruch schon umhaut, warte erst mal ab, bis du eins probiert hast. Ah, ist doch nicht alle auf einmal auf. Mango. Geht's dir gut? Es sieht aus, als ob es jeden Moment Feuer spucken wird. Mango! 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 Mango Spector scheint sie zu mögen, obwohl sie so scharf gewürzt sind. Mango! Es sagt, es wird den Laden nun noch mehr im Auge behalten. Vielleicht hofft es, Reste abstauben zu können. Mango, Mango! Okay, erste Quest erledigt. Ja. Sehr gut, dann holen wir noch das Bluebella ab, was da vorne steht. Das brauchen wir nämlich auch noch. Hallo. Ja. Bella, Bella! Pikachu, dieses Bluebella lässt seine Freunde gerade warten. Hey, Bluebella, Bluebella, war da nicht was, woran du denken solltest? Bella, Bella! Es hatte die Vorführung total vergessen. Du bist spät dran, geh am besten sofort zum Treffpunkt. Bella, Bella! Sind das nun alle von ihnen? Yep, ihre Vorstellung sollte jetzt beginnen. Dann lass uns zusehen. Bella! Und schon fängt sie an. Bella, Bella! Sie bedanken sich bei uns und sagen, wir sollen die Show genießen. Oh, das werden wir. Sie sehen so hübsch aus. Ja, schon die zweite Quest erledigt. Och man, die sind süß. Ich würde gerne eins mitnehmen. So. Dann geht's als nächstes hier weiter. Aber das sieht auch schon mal sehr vielversprechend aus. Ich würde sagen... Oh. Tim? Wir reden mit Pikachu. Hey, mind if I join you? Well, well, what do you think? I'm a natural, huh? Das ist super. Hey, wait! Where are you going? Oh, das war super. Okay, jetzt haben wir es aber für diese Folge. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.